Mahlzeit. Ja, es ist schon wieder dunkel. Ist ein bisschen blöd zum Bauen dann.
Naja, ich wollte nämlich. Moment, jetzt zeigt das hier nicht an. Ich habe hier nämlich noch meinen alten Außenposten, den ich mal auf Talemai gebaut hatte. Ja, aber jetzt im Dunkeln ist natürlich doof. Da sieht man nichts. Gucken, bauen wir mal hier hin. Aber jetzt weiß ich nur nicht. Chor muss ich noch herstellen. War das jetzt XS? S.
Na, ich hoffe, es wird gleich langsam hell. Also müsste eigentlich gleich hell werden. Kann man mehr sehen, das ist immer doof am Anfang. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es sich lohnt oder wie viel Bergbaueinheiten man aufstellen kann oder soll. Ah, okay, weil ich habe jetzt schon 5 habe ich schon insgesamt. Also eine, die ja drinne ist und noch. Ja, hier ist. Aber die bauen noch trotzdem was ab, oder? Ja, eine etwas größere, ich weiß aber nicht was. Warte mal, hier ist ja noch eine. Okay, das ist eine S. Naja, ich werde es ja sehen, wenn eine irgendwie was nicht abbaut oder so, dann mache ich die halt aus. Ah, ja, jetzt checke ich das langsam. Das ist ja pro Stunde, ne? Ja. So viel kann ich jetzt noch verteilen und. Ja.
Jetzt kann ich auch mal nachfragen, obwohl. Ich glaube, es ist jetzt Werbung, ne? Ihr hört mich jetzt nicht. Oder du. Ich warte mal noch. Okay, was hat es mit den, wie heißt es, was gibt es hier, Absauger oder sowas, Plasmaextraktor, die kenne ich überhaupt nicht, was kann man damit machen? Also mit dem Plasma, was man da abbaut. Alienhaupt. Ich wusste gar nicht, dass es Aliens gibt. Mein Gott, ich war schon echt lange nicht mehr drin. Ja, okay. Also noch weit, weit entfernt. Die stellt man im All auf? Oder wie? Ja, wie man sieht, ich habe schon einiges jetzt gebaut. Ich habe jetzt auch einen Container für die ganzen Schemas. Und baue jetzt gerade ein bisschen Industrie auf.
So, jetzt brauche ich nur noch Waben, dass ich den bauen kann. Den Außenposten. Ich denke, ich werde dann, auch wenn das hier echt schön ist, aber es ist vom Platz her total unnütz, werde ich das dann hier abbauen. Also die meisten Sachen, wahrscheinlich die Landefläche werde ich lassen, aber den Rest werde ich alles abbauen. Oben könnte man noch ein bisschen, aber... Außenposten. Mache ich auf diese Seite. Oh, warte, ich kann das ein bisschen einstellen, dass man mich besser hört. Ich habe auch nicht ganz so laut gesprochen, weil mein Sohnemann geht jetzt gleich ins Bett zum Mittagsschlaf. Ja, ich muss mal schauen, wo ich den hinsetze. Muss noch ein bisschen, wie gesagt, Waben produzieren. Wieso das hier nicht gleich drinne ist, dass man das immer alles selber einstellen muss, das ist doof.
ist echt nervig. Erstmal hier hin. Habe ich keinen Links mehr? Schade, dass sich das Fließband hier nicht bewegt, also dreht.
Ja, ich bin tatsächlich schon im Discord, aber ich habe noch nichts weiter so groß gemacht. Aber ja, ich schaue mal, wie ich jetzt hier weiterspiele und im Moment komme ich so ganz gut zurecht, aber natürlich mit anderen zusammen ist immer besser. Ja, das stimmt natürlich. Also wie gesagt, vieles kenne ich ja noch. Es sind nur ein paar Sachen, die ich jetzt halt nicht kenne. Das mit den Schemas, das war ja halt neu. Ja, und auch wie eben Aliens wusste ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass es welche gibt. Jetzt mittlerweile. Aber sonst. Hatte ich schon einiges gebaut und bin auch schon gut rumgekommen. Ah, okay. So quasi so Relikte einfach nur. Bisschen. Bisschen Kohle. Also wenn man jetzt, oder ich meine, war ja auch früher schon so komplett neu anfängt, dann ist man ja echt am Anfang eh nur viel am Produzieren und am Machen und also viel geht da nicht. Ich kann mich auch noch an früher an so Sachen erinnern, wo man dann natürlich auch kilometerweit zu Fuß gelatscht ist und solche Sachen oder geflogen.
oder beim Wiedereintritt verglüht ist. Das ist auch sehr schön, wenn es zu schnell ist. Das ist bestimmt immer noch so. Ja, ich glaube, langsam wird's heller. Ja. Leicht. Ja, sehr spannend. Warten auf den Sonnenaufgang. Genau, das habe ich ganz vergessen. Hier sind ja, die könnte ich ja theoretisch nutzen, weil hier sind ja auch, hier stehen ja auch Triebwerke rum. Ja, genau. Und ein paar Sachen. Kann ich ja alle verwenden. Zwar kein Large-Triebwerk, aber. Nee, das. Doch, das ist eine Steuerdüse, oder? Nee, das ist das Ding. Aber die sammle ich jetzt noch nicht ein, weil. War ich mir das Inventar erstmal. Steht oben auch noch was? Nee. Aber die Landefläche sieht natürlich schick aus. Nee. Das ist schon ganz schön viel Fummelarbeit. Und auch hier diese. Manche Teile, das sind so schmale Elemente, ey, das alles
Das ist echt so eine Fummelarbeit, sowas zu machen. Hier, sowas. Ist schon nice gemacht. Hier sind auch. Sieht schon sehr cool aus. Sehr, sehr nice.
Mann, es wird immer noch nicht hell, ey. Das dauert wieder. Na doch, guck. Jetzt wird's hell. So, ich mache mir mal schnell einen Kaffee und bin dann gleich wieder da. Hi, Topo. You can read it in the title or somewhere, and no, it's not a new game, it's an old game. So na gut, ich hole mir mal gerade einen Kaffee. Schon ein bisschen merkwürdig. Man kann ja eigentlich lesen, was man gerade für ein Spiel streamt oder was gestreamt wird oder was gespielt wird. Ich finde solche Fragen immer ein bisschen, naja. Okay, bis gleich.
So, da bin ich wieder. Und nein, es ist natürlich nicht Russisch, auch wenn er mich jetzt wahrscheinlich nicht versteht oder auch nicht mehr da ist. Ich habe keine Ahnung. Es kam halt ein bisschen trollig rüber, solche Fragen. Deswegen bin ich da jetzt nicht ganz drauf eingegangen. Also jeder, der in Twitch unterwegs ist, der sieht im Titel oder unten in der Leiste, was für ein Spiel gerade gespielt wird oder was ist. Ne? Also da braucht man eigentlich gar nicht drauf eingehen. Und in den meisten Fällen steht auch eigentlich die Sprache auch unten in dem Text drin. Das sogar automatisch. Okay, da war ich jetzt auch ein bisschen zu forsch. Der Topo folgt mir natürlich auch schon etwas länger, sehe ich jetzt gerade. Habe ich jetzt auch voll verpennt nachzugucken. Aber er sollte eigentlich wissen, dass ich Deutsch bin und oder auch Englisch rede. Beziehungsweise eigentlich bin ich Deutsch, natürlich.
So, er folgt mir seit März dieses Jahres. So, Topo, if you hear me, I speak German normally. And as I say, it's not a new game, wie alt ist es jetzt? Auch schon fast 10, nee, bestimmt schon 10 Jahre jetzt, ne? Obwohl, nee, 7, 8 Jahre? Ich meine, es ist jetzt ein Jahr auf Steam draußen, aber... Ja, genau. Letztes Jahr war Steam Release. Aber fast ziemlich genau vor einem Jahr. Ah, Neo, ist das denn, ist es trotzdem noch, ich meine, bei Steam liest man ja echt nicht wirklich positive Bewertungen. Ist Dual tot oder ist hier noch was los? Meine Streams laufen ja auch noch ein paar, habe ich jetzt auch gesehen. Gestreamt wird es noch ab und zu. Hi Space Freak. Ja, das denke ich nämlich auch. Dass es noch nicht wirklich tot ist und auch nicht, dass es eine Verarsche ist oder ein Scam und so. Klar machen sie jetzt vielleicht ein bisschen langsamer oder ein bisschen ruhiger, aber... Ja, ihr müsst den vor anderen Spieler verteidigen, den Chor. Ja, tut mir leid wegen der Werbung, aber ich habe sie schon runtergestellt und verdiene da eigentlich nichts dran. Aber ein bisschen muss schon sein. Wäre ja sonst auch blöd. Ja, das denke ich auch im Winter. Will ich auch gerne andere Spiele, wie wenn es warm ist. Ja, ich spiele es auch über den Launcher. Ich habe Steam-Account nicht verknüpft. Wenn es geht, lasse ich Steam aus, weil das zieht auch immer ein bisschen Ressourcen, wenn du spielst. Das ist dann blöd.
Wenn du dann noch über einen anderen Launcher und dann ist das blöd. Ja, Space Freak Guru. Sorry wegen der Werbung, aber ein bisschen muss sein. Ich habe sie schon runtergestellt. Ja, und ich spiele auch über den Launcher. Aber ich hätte eigentlich gedacht, weil, also ich wusste damals, es gab ja nochmal ein Reset, aber ich hatte eigentlich mein Hauptquartier gesetzt gehabt, also das hätte eigentlich nicht weg sein dürfen. Aber es war dann doch weg. Ich fange komplett von neu an. Ich hatte mein Hauptquartier, mein Hauptdings auf Aliot. Da hatte ich auch meine ganzen Schiffe stehen. Warte, also ich hatte zwei, drei Schiffe. Herrlich. Endlich wieder hell. Den Länder kann man eigentlich auch, ne, recyceln oder auseinanderbauen. So fliegt er ja eigentlich nicht. Dann mache ich gleich noch eine kleine Einheit.
Ah, okay. Ja, ich hätte einfach mal einloggen sollen, dann. Aber ich hab da nicht dran gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, dass es dann sicher war. Aber kann das sein, dass die AJ auch ein bisschen verändert haben von der Oberfläche her? Denn also ich von der Landschaft her finde ich mein Gebiet nicht mehr wieder, wo ich vorher war. Also das habe ich, das würde ich eigentlich erkennen. Ja, genau. Weil wo ich nämlich letztens geguckt habe nochmal, oder auch meinte im letzten Stream, da habe ich ja auch gezeigt und geguckt, da habe ich nochmal richtig geguckt hinterher, das ist nicht, ich, also das ist glaube ich nicht das gewesen, wo ich war. Ich müsste nochmal hin. Vielleicht die Gegend, aber nicht genau. Ich freue mich schon, wenn ich mal ins All komme wieder. Es wird zwar noch ein bisschen dauern, ein Weilchen. Oder es sei denn, es schenkt mir einer ein paar Triebwerke und so. Aber. Schauen. Also jetzt noch mal kurz zum Verständnis. Ich könnte jetzt auf die verschiedenen Erze, bis es auf null runter ist, noch Einheiten platzieren. Ich heiße Ingame, also genauso wie hier in Twitch, nur ohne Core, also Jackson einfach. Dann nehmen wir auch mal gerade an. Ja, L-Miner kaufen. Also ich bin gestern auch mal kurz zu den anderen Märkten. Also ich bin hier zu erst zu dem und dann, beziehungsweise nein, hierhin und dann mit dem Shuttle rüber und so, aber ja, ist schon ein bisschen. Kann man auf AJ zwischen den Märkten auch mit dem Shuttle fliegen? Nee, ne? Oh, cool, Neo. Das ist sehr nett.
Ja, weil das ist nämlich das Ding. Auf AJ ist ja am. Was sagt das? Ja, also ich will ja nicht nur ins All, also ich will schon so einen kleinen Frachter oder sowas. Also mindestens mit einem M-Container vielleicht oder L. Der auch ein bisschen was tragen kann. Und ja, genau, Skill muss ich auch noch. Also ein paar Punkte habe ich noch zum Verteilen. Weil ich hatte es auch schon, also die Flugskills hatte ich schon ziemlich hoch alles. Die sind ja zum Glück nicht resettet worden. Also man muss halt neu verteilen wieder. Also noch eine Frage, also macht das jetzt einen Unterschied, wenn ich jetzt hier auf Besucher willkommen mache? Also da kann mir keiner meine Container leerräumen oder so, ne? Das ist einfach nur so ein Hi, oder? Guck ich das nicht mehr an. Ah, stimmt, es gibt ja auch so Verkaufsdinger. Hatte ich auch. Ich habe dann nämlich ein bisschen, beziehungsweise ich habe Benzin habe ich verschenkt an meinem Grundstück. Weil das auch teilweise so weit außerhalb war. Oder Treibstoff. Aber was ich rausgefunden habe, weil ich bin ja auch so ein Controller-Freund, man kann sich doch die Tasten belegen und mit Controller spielen. Ich habe noch nicht alles belegt, aber das ist schon sehr, sehr chillig. Also für meinen Rücken ist es besser. Ich habe ein bisschen Rückenprobleme. Da ist das Sitzen aufrecht mit an der Tastatur, das tut mir manchmal noch ein bisschen weh. Also die Grafik gefällt mir echt gut mittlerweile. Ich meine, fand ich früher auch schon, aber ist, finde ich, sehr fein geworden. Und auch die Lichteffekte finde ich eigentlich ziemlich cool, ziemlich nice. Ja, das Graben in die Erde.
War schon witzig, vermisse ich jetzt nicht unbedingt, aber hat schon Spaß gemacht, wenn man da so dicke Erzadern abgetragen hatte. Aber wenn sie weg waren, waren sie halt weg. Das war halt das Problem. Und das habe ich schon von Anfang an vorausgesagt, also wo ich die erste Zeit dual gespielt habe. Was wird mit den Erzen sein? Die werden irgendwann leer gemeinert sein. Das habe ich von Anfang an gesagt. Auch hier dieser Anfangs-Speeder, den finde ich auch, der ist auch nice gemacht. Der sieht sehr gut aus. Und er fliegt sich auch gut. Mal gleich, jetzt setze ich gleich mal den Außenposten. Oh cool, Neo, echt. Das finde ich echt nett.
Wieso? Warte. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon, wie das geht. Ich will auch noch nicht setzen. Ich will nur was probieren. Ich wollte es gerne eigentlich bündig hier dran haben. Doch hier hin. Schade, dass er sich hier nicht dran ausrichtet. Eben hatte ich es dran, also gerade dran. Es ist. Theoretisch. Wenn ich es jetzt drehe, das.
Jetzt ist es einigermaßen gerade. Dann, ja. Biegen wir das jetzt einfach nach vorne. Ja, das ist mein alter Außenposten, den hatte ich mal auf, wie gesagt, auf Talemai aufgebaut. Da habe ich mir ein paar Erze geholt. Jetzt die Frage, kriege ich den auch im rechten Winkel gedreht? Ich glaube, ich mache den genauso hoch. Nicht unten auch noch ein bisschen was bauen. Was ist jetzt dran? Genau passend dran geht nicht. Kann man denn echt nicht die Sachen aneinander ausrichten? Gab es da nicht irgendwie was? Oh, ich glaube, da kommt der Neo schon. Mittlere Mausrad. Ah, okay, Snap-Modus. Ja, alles klar. Okay, ja.
Danke nochmal. Ja, hast du eben schon mal gesagt, glaube ich, und ich habe es nicht, also nicht wirklich wahrgenommen. Ich gehe jetzt mal gerade hier zu Neo. Ich hoffe, ich habe genug Platz für die Sachen, die du mir mitbringst. Ja, ich bin mit meinem Container verlinkt. Cool. Wow, Alter. Vielen Dank. Ach so, warte mal. Nee, ich hab doch... Scheiße, ich glaube, ich hab doch nicht genug Platz. Beziehungsweise hab doch den falschen... Hab den doch noch nicht aktiviert. Naja, ich bin noch im Nanopack. Erstmal so. Ich mach mein Dingens an. So. Container ist verknüpft. Ja, ja. Oder sonst lass uns gerade so probieren, weil sonst muss ich hinterher wieder den da. Weil es müsste eigentlich genug Platz sein. Oder nee, warte, ich platziere den gerade. Kleinen Moment. Ja, ja, stimmt. Ja, ach, mach ich denn? Warte mal, mach mal den. So, jetzt ist er. Jetzt ist er verknüpft. Ah, stopp, stopp, ich muss noch mal umschalten. Ich hatte wieder
Sorry. Ich muss erst noch mal den anderen Container. So, jetzt aber. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank. Wo kommt noch mehr? Ja, natürlich Weltraum. Oh. Ja, geil. Neun Container hast du mir jetzt gegeben. Krass. Ich weiß, die sind schweineteuer und auch so das Produzieren ist schon. Ja, macht es auf jeden Fall einfacher. Ich weiß das selber. Wie gesagt, ich habe schon mehrmals quasi von null angefangen. Und ich weiß, wie lange das dauert, bis man überhaupt erstmal die großen Sachen bauen kann. Also geschweige denn die passenden Erze und alles findet. Und jetzt am Anfang das Abbauen ist natürlich auch, dauert viel länger mit den Erzdingern. Ne? Also früher hatte man eine Erzader gefunden und da hat man schön. Ne, jetzt musste ja die ganze Zeit warten. Ist natürlich geschickt gemacht mit dem Abo-Modell, ne? Dass man halt warten muss, bis man was abbaut. Sei denn, man pickt halt ein paar Steine von der Oberfläche. Aber das wird ja irgendwann weg sein. Ja, ich bereue es echt ein bisschen, dass ich nie, dass ich mein Gebiet verloren habe. Ja, super. Einen guten Flug und danke nochmal. So ein schickes Schiff, hast du das selber gebaut? Geil, jetzt kann ich echt, jetzt kann ich schön was bauen, wobei ich jetzt bestimmt. Also meine Schiffe sahen nicht so schick aus. Also ich habe ein Schiff. Die waren alle sehr funktional, aber optisch waren die jetzt nicht so. Ziemlich einfach. Mein erstes Schiff habe ich halt so gebaut, also quasi so wenig Material versucht. Das war eigentlich quasi nur ein großer Container mit vorne ein Cockpit dran, wo man ein bisschen rumlaufen konnte. Und halt Triebwerke.
Naja, aerodynamisch war es jetzt nicht so das Beste, aber es flog. Bin ich auch mit ins All. Okay, dann kann man das nutzen. Wieso ist das eigentlich hier mit dem Filter? Ist das irgendwie verbuggt oder so, dass ich die Sachen, die ich jetzt das erste Mal habe oder bekomme, alle markieren muss, dass ich die sehe? Ich meine, klar, ich kann es auf alles stellen, dann sehe ich es, aber... Ja, also ich habe mir die Filter oder halt... Ja, weil manche Sachen, ich hätte gerne halt eigentlich zum Beispiel hier... Das ist für mich auch schon wieder unsinnig. Also. Ja, stimmt. Das müsste man nochmal extra machen. Industrie. Das wäre eine Idee. Ja. So, einfache Large-Bergbaueinheit. Ja, werde ich mal bei Gelegenheit die kleinen alle abbauen und dann. Ah, okay, du hast mir, ja. Habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Du hast mir, ja, super, cool. Ja, das werde ich machen, ja. Ja, also meinen Außenposten, den will ich schon noch setzen, also und wenn ich dann einfach hinterher die Waben wieder alle abbaue. Aber man hat ja Platz zum Bauen. Ich habe dummerweise mein Hauptgebäude, was ich auf dem Hauptquartier hatte, auf AJ, habe ich dummerweise keinen BP von. Das kann ich leider nicht mehr bauen. So, ja. Warte mal, ich setze jetzt erstmal den Außenposten. Das hatte ich ja die ganze Zeit vor. Nein. Ja, jetzt muss ich wieder umschalten. So,
Jetzt haben wir es. Aber jetzt müssen wir es einmal drehen. Ich glaube, ich mache es so. Nein. Moment. Geguckt, aber sah jetzt so aus.
Woher bist du jetzt eigentlich gekommen, Neo? Um welchen Planet? Aliot, okay. Wie lange dauert der U Überflug? Ungefähr? Viertelstunde? Minuten, ah, das geht ja. Weil Heaven kenne ich natürlich noch nicht, den Planeten. Der wurde ja auch neu gemacht. Ja, stimmt. Man kann ja auch langsam rüberfliegen. Das geht ja auch. Warte mal. Ich setze doch erstmal, glaube ich, den L-Core. Nicht hin, hä? Muss ich noch im Inventar haben? Ja. Tanken brauchen wir gerade nicht. Machen wir den hier dran.
Ja, das sind jetzt ein Gedrücke. So, jetzt noch ein bisschen höher, weil in der Erde will ich jetzt nicht graben. Schön den ganzen Cube nutzen. So. Wo im Moment? Jetzt komme ich natürlich nicht dran zum Bauen, wa? Geht das auch so drüber? Nee. Das war jetzt, glaube ich, nicht so schlau. Das war jetzt nicht so schlau. Aber das kriegen wir schon hin. Und das nicht höher stellen, warte mal. War jetzt echt. Aber das wird es, glaube ich, auch nicht bringen.
Ja, genau. Das geht nicht. Boah, warte mal, starte. Ihr müsst ja eigentlich. Boah, man kann, glaube ich, auch die Reichweite einstellen, ne? Nee. Absolut nicht. Ne, keine, warte mal. Ja, so, warte. Komm trotzdem nicht dran. Da. Ja, ich glaube, zum Einsammeln komme ich auch nicht dran. Das ist das Problem. Ich komme im Fall auch nicht dran, das ist blöd. Ich komme so aber auch nicht dran, das ist das Ding. Ah, ja, okay, warte.
kann den auch jetzt auch. So, ja, ich quatsche hier und mein Mikro ist gar nicht an. Ach, Moment. Komme ich jetzt auch dran? Nein, ich komme nicht dran. Aber mitspringen. Wenigstens. Dann machen wir gleich mal vorsichtshalber ein Podest runter. Dann ist das schon besser. So, oh, ein Gleiter oder Speeder.
So. Ja, ich glaube, allzu lange werde ich auch nicht mehr machen. Gleich noch was essen, kurz. Eine Verbindung da hinten hin. Okay, so viel habe ich nicht mehr. Ja, da muss ich erstmal jetzt einige Waben herstellen. Oder ein paar. Den Boden brauche ich eigentlich nicht. So, ja, reicht ja schon ein kleiner Popel. Muss ja nicht. Dann kann ich jetzt hier auch dann weiterbauen.
So. Ja gut, ich habe echt langsam Hunger, ich muss was essen. Ich mache jetzt langsam Feierabend. Vielen, vielen Dank nochmal, Neo, für die ganzen Sachen, für die Hilfe, für den Start. Und danke fürs Reinschauen und Zuschauen und Lurken. Ganz großes, vielleicht komme ich vielleicht später nochmal in Stream, aber also ich bleibe noch ein bisschen so in Dual, aber mal schauen. Ihr werdet es ja sehen. So, dann sage ich mal, ich wünsche euch auch noch einen schönen Restsonntag und vielleicht bis später nochmal oder ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.